Moin YouTube, liebe Messerfreunde, keine Angst, ihr seid nicht auf dem falschen Kanal. Auch wenn hier eine Jeans von mir vor euch liegt, geht es trotzdem um Messer. Ich möchte euch in diesem Video eine Jeans meiner Lieblingsmarke Joker näher bringen. Und zwar geht es um das Modell Freddy. Das Modell Freddy zeichnet eine zusätzliche Tasche aus, die für uns Messerfreunde recht interessant sein kann. Diese Tasche befindet sich hier neben der normalen Münztasche der Jeans. Und als ich das zum ersten Mal im Geschäft gesehen habe, kam mir natürlich sofort der Gedanke, dass sich diese kleine schmale Tasche hier ganz hervorragend eignen müsste, um kleine bis mittlere Taschenmesser zu transportieren. Und als ich dann zu Hause bei mir ankam, habe ich das natürlich sofort ausprobiert und es klappt ganz hervorragend. Hier zum Beispiel mein TAE von der Firma Lion Steel. Passt hier sehr gut rein. Oder das Le Français von der Firma Atelier Perceval ist geradezu prädestiniert, um hier in dieser Tasche getragen zu werden, weil es eben so schön schlank und lang ist. Und man sieht hier, das Messer verschwindet fast vollständig in der Tasche. Das liegt daran, dass sie etwa 12 cm tief ist und somit auch etwas längeren Messern guten Platz bietet. Und Messer hier wie ein Victorinox Alox oder mein kleines Northwoods Indian River Jack sind da natürlich überhaupt kein Problem. Leider gibt es natürlich auch Messer, die sich nicht dafür eignen. Das ist hier mein Zero Tolerance 0801 CF. Das ist natürlich dann etwas zu groß, um hier in dieser zusätzlichen Tasche transportiert zu werden. Das werde ich dann auch wie bisher ganz normal in der Tasche tragen müssen. Ja, und wenn ich mein Taschenmesser hier in der zusätzlichen Tasche tragen kann, dann bleibt natürlich das eigentliche Münzfach frei für andere wichtige Dinge. Zum Beispiel für meine neue Glücksmünze. Das ist dieses schöne Exemplar hier, aus reinem Kupfer gefertigt. Vielen Dank für den Deal, Andi. Ja, das soll es ja schon gewesen sein für meine kleine Modeberatung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich auch über Kommentare, egal ob positive oder welche mit konstruktiver Kritik. Und wenn ihr es bisher noch nicht getan habt, dann abonniert doch meinen Kanal, sodass ich euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen kann, wenn es bei mir heißt: Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss!